Liebe Studentinnen und Studenten, beginnen wir unseren Unterricht. Welche Hausaufgabe hatten Sie für heute? Die Übungen 12 bis 16 im Lehrbuch, den Text auf der Seite 52 lesen und übersetzen und ein Lernvideo auf dem Episch Deutsch-Kanal anschauen. Das stimmt. Besprechen wir erst einmal das Video. Hat es Ihnen gefallen? Ja, sehr. Ich möchte auch so sprechen können. Genau, und die Lexik ist so abwechslungsreich. Ich habe versucht, die Antworten der Studenten zu verstehen. Nicht alles war verständlich, aber es war sehr interessant. Das Video hat mir sehr gefallen. Es ist eine tolle Idee, eine Fremdsprache mit Hilfe von Videos kennenzulernen. Ich möchte auch ein Lernvideo drehen. Dann könnten Sie uns mit diesen Studenten bekannt machen. Das wäre für uns eine ausgezeichnete praktische Ausbildung. Ich glaube, es würde uns allen zugutekommen. Ich werde Sie mit Vergnügen mit den Studenten des vierten Studienjahres zusammenbringen. Zurzeit sind Sie sehr beschäftigt, weil Sie am Mediaprojekte-Wettbewerb teilnehmen. Aber wenn der Wettbewerb vorbei ist, lade ich Sie zu unserem Unterricht ein und Sie können Ihre Fragen stellen. Und jetzt gehen wir zur Erörterung. Wir haben unsere Motivation nicht genug erläutert, finde ich. Einverstanden. Lass uns zunächst vor diesem Abschnitt über unsere Motivation schreiben und in diesem dann über... Und wenn ich Ramina zum Konzert einlade? Im Tschaikowski-Konzertsaal gibt es einen musikalischen Abend mit deutschen und österreichischen Komponisten. Wie findet ihr diese Idee? Wie hat Ramina das gefallen? Igor, warte mal. Wir versuchen, eine Begleitbrief zu verfassen. Wir müssen ihn noch heute versenden. Willst du uns nicht helfen? Klar, ich helfe gern. Aber zuerst muss ich mir etwas Interessantes für Ramina ausdenken. Guck mal, wenn wir es so formulieren, wir müssen noch unbedingt Maria Wladimirovna erwähnen. Sie ist ja unsere Betreuerin. Über sie dann, Bessonade Motivation, im Abschnitt über die Realisation des Projekts. Dann ist es folgerichtig. Oder man kann... Nein, zum Pampers. Oh, das Goethe-Institut gründet hier irgendeine Kunst ausstellen kann. Arthur van Baalen, Metamorphose. Im Rahmen der Moskau Biennale der Gegenwartskunst. Warum nicht? Das ist ungewöhnlich. Anja, sag mal, mag Ramina denn Gegenwartskunst? Ich weiß nicht, ob Ramina Gegenwartskunst mag. Ich weiß gerade nur, dass wir nur ein paar Stunden haben, um alles fertig zu kriegen. Wenn wir es nicht schaffen, dann war das alles für die Katz. Das mit der Gegenwartskunst kann daneben gehen. Es muss... Ach, Leute, hört mal. Die Ausstellung des deutschen Expressionisten August Marker. Oder die Meisterklasse des Fotografen Manuel Schröder. Was wird Ramin am besten gefallen? Igor, wieso machst du so ein Theater? So, Igor, ich kann es nicht mehr aushalten. Hier, nimm. Ich habe versucht, einen passenden Moment zu finden, aber selbst schuld. Du zwingst mich dazu. So, kommen wir zurück zur Sache. Wir haben den Hauptteil des Textes fertig. Jetzt müssen wir noch einen schönen Abschluss verfassen. Ich habe mir überlegt, dass für das Ende Folgendes gut wäre. Danke. So, das wär's jetzt, oder? Lass uns die Anzahl der Zeichen überprüfen. Der Text soll nicht mehr als 1000 Zeichen umfassen. Ach, 970, inklusive Leerzeichen. Super, passt genau. Haben wir es wirklich geschafft?
Ich glaube es einfach nicht. Das war eine Riesenarbeit. Sie werden es bestimmt zu schätzen wissen. Bist du sicher? Vielleicht sollten wir alles noch einmal durchlesen. Anja, wir haben es schon dreimal gemacht. Nach so einem Brief müssen Sie uns nach Deutschland schicken. Vielleicht schaut Igor mit frischem Blick den Text nochmal durch. Igor ist immer noch nicht da. Was hast du ihm gegeben? Einen Brief von Ramine. Ich wollte den richtigen Moment erwischen, aber er hat immer dazwischen geredet. Anja, ich habe keine Ahnung, was Ramine da geschrieben hat. Aber jedenfalls hat Igor momentan was anderes im Kopf. Anja, wir haben eine Riesenarbeit geschafft. Wir haben eine Erholung verdient. Lass uns ausgehen. Vielleicht ins Theater? Matt hat mir ein Stück empfohlen. Gut, Theater, ja, das ist spannend. Gehen wir. Aber morgen rufen wir Igor an. Abgemacht. Ich rufe ihn morgen an. Liebe Igor, wenn du diesen Brief liest, dann bin ich schon in Deutschland. Es tut mir leid, dass ich dir das nicht persönlich gesagt habe. Lange Abschiede habe ich nicht gern. Aber ich hoffe, du kannst mich verstehen. Dieser Studienaufenthalt ist eine einzigartige Möglichkeit für mich. Ich werde ein Jahr weg sein. Das ist eine lange Frist und ich möchte dir nichts versprechen, weil ich nicht weiß, was weiter noch kommt. Aber ich werde an dich denken. Viel Erfolg, liebe Grüße, Ramina. Glossar zum Video. Es würde uns allen zugute kommen. Это пошло бы всем на пользу. Fragen stellen. Задавать вопросы. Ein Lernvideo drehen. Снять обучающий ролик. Sie sind wirklich gut. Они действительно молодцы. Eine Kunstausstellung ankündigen. Анонсировать выставку. Du zwingst mich dazu. Ты меня к этому вынуждаешь. Mit Vergnügen. С удовольствием. Ich kann es nicht mehr aufhalten. Я больше не могу это терпеть. Das kann daneben gehen. Это может закончиться неудачей. Er hat immer dazwischen geredet. Он все время встревал в разговор. Er hat momentan was anderes im Kopf. Сейчас он думает о другом. Abgemacht. Договорились. Selber schuld. Сам виноват. Sie werden es bestimmt zu schätzen wissen. Они точно оценят. Einen frischen Blick werfen. Посмотреть свежим взглядом. Wir haben eine Erholung verdient. Мы заслужили отдых. Einen passenden Moment finden. Den richtigen Moment erwischen. Найти подходящий момент.
Alles war für die Katz. Все коту под хвост. Kommen wir zurück zur Sache. Вернемся к делу. Das wär's jetzt, oder? Ну что, кажется, все? Ich habe keine Ahnung. Понятия не имею. Wieso machst du so ein Theater? Что за спектакль ты тут устроил? Lass uns alles überprüfen. Давай все перепроверим. Alles noch einmal durchlesen. Все еще раз перечитать. Alles fertig kriegen. Все завершить, все закончить.